Was geht, was geht? Wir haben wieder euren Lieblingsgast dabei, den Mo. Was geht, Leute? Beziehungsweise ich bin zu Gast bei dir, weil du bist eigentlich der Showmaster mittlerweile. Ja. Kann man so sagen. Ja, und zwar habe ich hier noch eine grüne Box bekommen. Da steht Shopify Milestones drauf. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Oh. Ey, das ist so krank. Wir haben hier einen Shopify-Button, wo drauf steht: Congratulations, Peso Klo, on reaching 1 million orders. Ja, komm, da kann man auch mal hier den Applaus einmachen. Das ist unfassbar. Ja, danke, danke. Das ist wirklich zu krass. Lustigerweise, ich habe es noch beim Podcast angesprochen und ich wusste, dass es irgendwann soweit sein wird. Wir haben es aber schon am 15. Mai erreicht. Das ist ein bisschen bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Aber der Award, bis man den bekommt, weil die produzieren den dann irgendwie aus solidem Gold. Nein, das ist, glaube ich, kein solides Gold. Ich wusste noch nicht, wann ich den bekomme. Und dass das so schnell dann doch tatsächlich ging, nachdem der Podcast rauskommt, war auf jeden Fall lustig. Und das ist 1 Million Orders. Als zweiter in Deutschland. Ja. Shoutout Lolo, der beste Geschäftspartner. Ja, da kann man schon fast Big Two sagen, ne? Auf jeden Fall. Ja, wo kommt der hin? Über einen Kamin vielleicht? Ja. Oder vielleicht als Wackeldackel irgendwie im Auto vorne? Ja, oder ich mache mir hier so eine Kette drum. Ja. Und so an den Hals. Was wiegt das Ding? Das ist schon schwer, was schätzt du? Richtig schlecht bei sowas. Also denk mal an Milchpackungen. Zwei Kilo? Anderthalb? Es ist schon schwer, also wenn du jetzt vergleichst mit der Wasserflasche hier, das ist auf jeden Fall schwerer. Auf jeden Fall. Schon Oschi. Ja, das ist schon sehr überdimensional. Ist das echt Gold? Nein, ist kein echt Gold. Mach Gewinnspiel draus. Was? Okay, ich wollte, das ist so das krasseste businessmäßig, was ich in meinem ganzen Leben erreicht habe. Und das hat in Streetwear Deutschland eine andere Person erreicht. Bro, ich teile gerne alles mit euch, aber diesen einen Award, den würde ich schon gerne behalten. Ja, ist auf jeden Fall crazy und unfassbar. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, der das auf diesem Weg supportet hat, ob mit einem Kauf oder einfach nur seinen Freunden vom Peso erzählen, die Vision supporten, liken, followen etc. Das ist unfassbar und hätte das einer erzählt, als ich vor über 8 Jahren Peso gegründet habe, aus meinem Kinderzimmer da selber mit Photoshop und Design zusammengeschustert habe, das hätte ich niemals geglaubt und das ist kein dummes Dahergequatsche, es sind 100% Facts. Als ich das erreicht habe, beziehungsweise wir das erreicht haben, bin ich gar nicht drauf klargekommen. Hier, das war der erste Hoodie. Das war einfach der erste Hoodie auf einer YouTuber-Merch-Seite. In dieser Trapstar-mäßigen Font. Ja, okay, der will es nicht zeigen. Aber ihr kennt schon, ihr checkt den Vibe. Wer kannte damals schon? Jetzt kommt mir nicht mit, ja, ich, jeder kennt auf einmal. Safe, ich nicht, natürlich, ja. Das ist wirklich krass. Vielen Dank an alle, erst recht, die seit dem Zeitpunkt supporten. Unfassbar. Die Rose war auch wild, ja, mit dem Vertmore Kapuzenaufschluss. Wir kannten uns damals schon tatsächlich. Ja, da waren wir ein bisschen jünger. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir haben 8 Jahre Peso und wir haben diverseste Kollektionsteaser, die wir uns reinziehen können. Was würdest du sagen, ist dein... Welchen würdest du dir gerne als erstes reinziehen? Von welcher Kollektion? Was ist dir so im Kopf geblieben? Also emotional auf jeden Fall Nevada, hätte ich gesagt. Ja, das ist krass. Nevada ist krass. Hier das, ne? Ja, ja. So, also wir ziehen uns jetzt ein paar Throwbacks rein. Die Peso-Trailer, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, zum Anlass des goldenen 1 Million Orders Buttons. Zieht euch das rein. Cinematic. Shoutout an Der by Tim. Directed by Tim. Sorry. Gänse gerade ein bisschen. Ja. Gänsevorhaut auch. Ja. Ey, das erste Mal USA für uns beide, ne? Ja. Lass nichts sagen und später einfach dann irgendwas. Das war auch geil. Das war krass. Da hatten wir
wir auch das. Yo, ich wollte gerade sagen, Peso Billboard. Also. Träumchen. Ja. Sag du zuerst, was dir dazu im Kopf geblieben ist. Vieles, ganz, ganz vieles. Also lustige Sachen auf jeden Fall, viele. Kann man das erzählen mit Eli? Ja, klar. Also das eine Model, der, genau. Ja. Und zwar hatten wir einen Abend mal Fitting. Das heißt, wir lassen die Models quasi die Klamotten anziehen, um zu checken, ob die Size passt etc. Dann bei uns im Motelzimmer. Genau. Dann war zu dem Zeitpunkt so ein quasi Meme auf TikTok so viral, wo so ein Typ genuschelt hat und dann irgendwie so zu den Leuten gesagt hat, did you get it? Du kannst es auch besser nachmachen. Ja, also es ging darum nicht, dass der genuschelt hat, sondern der hat so gesagt, can I prank you real quick? Und die Leute so, nee. Und dann so, nee, ist ein Joke. You get it or not? Genau, so war das. You get it or not? Und das war, der hat so komisch beim... You get it or not? Der hatte so eine komische Stimmlage dabei, auf jeden Fall, dieser TikTok-Typ. Das ist nicht unser Model, ne? So, und dann haben wir zum ersten Mal mit dem Model hier irgendwie gequatscht oder so. Und Justin und ich hatten den Joke die ganze Zeit vorher gemacht unter uns. Und dann hat das Model so mit Justin geredet und meinte so, you stand in a hotel or not? Und wir dachten halt, dass er quasi den Joke bei uns bringt. Und Justin fängt so übelst an zu lachen und guckt ihn so an. Und guckt mich dann so an. Ich meinte so, ey, Bro, der meint das, glaube ich, ernst. Der redet halt einfach so. Ja, ich habe das gar nicht gepeilt. Also, der meinte so, wir stehen in einem Hotel oder noch? Und ich dachte, weil der halt mitbekommen hat, dass wir diesen Joke machen, dass der einfach auch diesen Joke gemacht hat, weil ich absolut nicht verstanden habe, was der meinte. Und habe dann einfach gelacht und der guckt mich halt so ernst an, warum ich jetzt so lache. Der hat einfach gefragt, you staying in the hotel or not? So, und ich dachte halt, you staying in the hotel or not? Und das ist halt einfach seine normale Stimmlage. Der redet auch zufällig so und wir machen die ganze Zeit solche Jokes. Der war jetzt nicht pissed. Nein, nein. Der war korrekt. Eli, bester Mann. Okay, das war auf jeden Fall ein sehr kranker Trader. Mein Favorite auch. Das hier war eine unfassbare, also zieht euch diesen Vibe ein. Das erste, was wir jemals von USA gesehen haben, war Vegas. Das war richtig krass. Dann haben wir einen Heli-Flug gemacht. Das war richtig krank. Dann diese Location, auch eine meiner Favorites. Shoutout Skylar Wagoner, einer der geilsten Fotografen, also Forst. jemals. Diese Aktion, dass der Typ dieses Pferd gejagt hat, war auch krass. Das war auch krank mit dem PJ. Ja. Kurz einmal rüber. Nach L.A., das war richtig geil. Und dann das Billboard war Kirsche auf der Sahnetorte. Ja. Unfassbar. Das war wirklich sehr krass. So, dann bin ich jetzt dran, ne? Jo. Mit dem Ping-Pong. Der hier war nämlich auch krass. Und ich finde, man merkt immer anhand der Klamotten, dass wir uns jede Kollektion krass gesteigert haben. 100%. Nicht nur taste-technisch, sondern auch so einfach die Kollektion an sich ist viel stärker. Sehe ich genauso. Das freut mich. Wie seid ihr an das Billboard rangekommen? Wir haben es auf den Leiter gestellt. Und Rose gibt halt so Billboard-Agenturen. Die schreibst du an und bezahlst dann dafür. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Award ist, der dir verliehen wird. Ey, das ist ja sogar die Dings, die du anhast. Zufall? Zufall? Ich glaube nicht. Die gibt's, by the way, das wirkt jetzt, als ob wir das gestaged hätten. Es ist nicht gestaged, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem. Es gibt bald bei Peso ein Summer Sale, der kommt am 30.08. Da wird unter anderem diese Jacke dabei sein. Also es hat, das ist wirklich Zufall. Werbung Ende. Das war sehr krass. Wer hat sich das Konzept überlegt? Das haben wir uns zusammen überlegt, ne? Ja, Drehbuchautoren schlechthin. Also wir haben hier drei Superstars, die kommen in einem Hotel an. Alles ist erstmal normal. Die sind auf geheimer Mission. Luca, vielen Dank dir. Und erstmal der Raum gescannt, ob alles clean ist. Hidden Cameras werden entfernt. Und da wird sogar ausgespioniert. Mhm. Ausspioniert. Da werden natürlich die Vorhänge zugezogen. 30.08. ist Sommer vorbei. Ja, das ist ein End-of-Summer-Sale, mein Lieber. Und dann können diese krassen Sachen sich entfalten. Zieht euch mal rein, was wir da reingesteckt haben an Effort und Budget. Das ist wirklich krass gewesen. Ich glaube, du findest den Dings krasser, ne? Vom Vibe. Ich glaube, von eben. Nevada Trail, ja. Ja. Ich finde vom Vibe auch krasser, aber der hier ist von der Machart eigentlich unschlagbar.
aufwendig, das ist zu krass. Ja. Wie viele Tage hingen wir da rum? Ich glaube, wir waren all in, also Fotos und Video waren wir, glaube ich, 4 Tage da oder 3? Ja, kann sein. Ja. Die Kollektion war auch sehr versatile. Das war auch aufwendig im Nachhinein. Ja. Der 3D-Typ, der das gemacht hat, übelst krasse Arbeit geleistet. Crazy, Alter. Sehr krass. Okay, ich würde sagen, jeder noch einen. Also, wir können hier mal durchgehen. Oh, okay, okay. Ich weiß schon, welchen ich nehme. Lass dich so ein bisschen inspirieren. Black Friday hatten wir, das war cool. Das war auch nicht schlecht. Mhm. Hier, das war eher so ein Lookbook mehr als ein Trailer. Der war auch nicht schlecht. Ich fand Orbit auch sehr, sehr stark. Orbit war krass. Ja. Orbit war sehr, sehr stark. Das war eigentlich alles krass. Okay, das ist dein Pick. Jo. Sehr gut, kannst du vielleicht. Da sind wir einfach in so eine übelste Lagerhalle reingegangen und haben da so einen Aufbau gemacht mit diesem Lichtsetup, was so selbst für uns da aufgebaut wurde, ne? Und dann haben wir so um 23 Uhr angefangen zu shooten bis 4 Uhr morgens oder so, oder 5 Uhr morgens. Das war wirklich krass. Warst du da dabei schon? Nee. Ah, okay. Vor meiner Zeit. Vor deiner Zeit. Aufwendige Pieces gemacht haben, die so übelst krass sind, aber die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man nicht mehr so oft dran denkt, ist schon heftig. Wann hatte ich nochmal an? Vorgestern. Vorgestern, ja, das war krass. Überleg mal, wie nice das eigentlich ist, dass das so übelst timeless ist. Schon krass. Also no self-glazing jetzt. Den ziehst du auch auf, dann? Ja. Weste und Jacke auch sehr oft getragen von unseren geschätzten Rap-Kollegen Tiger und Swae Lee. Das stimmt. Und das ist die Jacke, die Drake in Babyblau angefragt hat. Das war auch sehr krass. Die Story habe ich ja schon erzählt. Weißt du, wer hier das Drehbuch geschrieben hat? Warte, Christopher Nolan? Ja. So, weißt du, welchen ich jetzt zeige? Summer Ross, oder? Nee, Spoiled Youth. Spoiled Youth. Okay. Eigentlich müssen wir den Dings auch noch ganz kurz gucken, weil der nur so schnell geht. Der war wirklich krass. Ja, man, stimmt. Der war wirklich krass. Der war wirklich krass. Feierabend. Das gibt mir immer so ein bisschen Vibes so von George Clooney Nespresso-Werbung. Ey, weißt du, wie lange das gedauert hat, bis da mal die richtige Flugbahn so erreicht wurde? Wir mussten so oft diesen Korken knallen lassen, bis der einmal so im Kreis geflogen ist. Jake. War ein Trickshot. Ja. Shooting plus Trailer, weil jemand fragt, was kostet so ein Trailer? Shooting plus Trailer kann in den 6-stelligen Bereich gehen und das ist oftmals auch der Fall. Ganz krank. Von nichts kommt nichts, ne? 6-stellig. Ja, 6-stellig heißt, lohnt sich ja gar nicht. Also, wenn es sich nicht lohnen würde, dann würden wir es wahrscheinlich nicht machen, Bro. Das ist auch einer meiner Favorites. Das war mein erster McLaren. Das war krass. Der war so krass. Was war es? Der 4. Der 570. 570. Das ist auch eine richtig nice Farbe, dieses ganz helle Babyblau. Babyblau, ja. Ja.
Das ist so crazy, dass einfach Joel dabei war, ne? Ich hatte das vergessen. Gar nicht mehr auf dem Schirm, ich hab's einfach vergessen. Shoutout an meinen Bruder Joel. Das war auch ein super Auftritt da. Hier, so super mit, Aura. Die Aura, die habe ich schon so 26 Sekunden vorher gespürt, als ich das Video angefangen habe. Der Pilot musste ja notlanden, weil die Aura zu stark war. Ja, genau. Jo, das war noch, wo man so Masken tragen musste. Corona-Zeit. Das war auch ein sehr krasser Hoodie mit den Brillis. Die V-Lone Air Forces. Das T-Shirt trage ich immer noch. Ja, das stimmt. Du hast es aber wirklich so krank oft gewaschen. Ich glaube, du hast dich auch nicht mal an die Waschvorkehrungen geschickt. Ja. Das ist schon so krass abgeblättert. Genau, aber ich feiere das. Wie so ein Vintage-T-Shirt. Genau. Ich feiere das auch krass. Selten Sweater, ne? Außer es sind so Split-Sweater. Ja. Letzten Winter hatten wir, glaube ich, welche. Den Split-Sweater. In ja, den Split-Sweater. Genau. Ja. Ich dachte, du meinst jetzt welche außer Split-Sweater. Die Jacke damals war crazy. Ja, die Jacke war krank. Das war auch so ein Meilenstein, weil irgendwie keine Streetwear-Brand, also damals gab es, weiß ich nicht, 5 Brands gefühlt. Und die Brands, die neu waren, die konnten irgendwie nur T-Shirts und Hoodies produzieren. Weil wir aber schon so ein bisschen im Game waren, haben wir irgendwie die Kontakte gehabt, auch schon sogar krassere Pieces zu produzieren, wie so eine Puffer-Jacket. Und das war damals was übelst Neues. Deswegen ist das so rein, hat das so reingeschäppert. Dieses Bild auf Instagram, wo ich nur die Pufferjacke auf dem Boden fotografiert habe, hatte 112.000 Likes. Das ist unfassbar, das ist unvorstellbar heute, dass irgendeine Klamottenmarke was auf dem Boden postet aus Deutschland und das hat 112.000 Likes, das ist krank. So, da kommen wir selber nicht mehr dran, weil einfach Instagram Algorithmus runterschraubt und jede Brand hat so, also es gibt einfach so 1000 Brands jetzt so, das ist unfassbar, aber das war damals wirklich so ein Meilenstein, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das war krass. Das war ein heftiger Trip. Das war in and out. Ja. Ein morgens hin, ne? Abends wieder zurück. Ja. Sehr krass. Also, das war wirklich sehr, sehr krass, das nochmal alles zu sehen. Zieht euch gerne den Rest rein, wenn euch noch weiteres interessiert, weil wir haben wirklich einiges an heftigen Trailern gemacht die letzten Jahre. Vielen, vielen Dank, Bro, auch immer, dass du am Start bist und in letzter Zeit hilfst. Der Output ist umso besser. Es ist mir eine Ehre.